idea of killing a child. Die Vorstellung, ein Kind zu töten, ist nicht nur irrwitzig, absurd, sondern grausam und unzivilisiert. Ein Mann wird aufgefordert, seinen Nachwuchs zu töten, seinen Sohn. Wie bloß und nackt Isaaks Kehle hier ist, alles deutet darauf hin, dass sie gleich durchtrennt wird. Abrahams Hand bedeckt Isaaks Gesicht vollkommen. Der arme Junge könnte gar nicht entrinnen, sollte Abraham tatsächlich dieses rasierklingenscharfe Messer nehmen, um die verwundbare Kehle durchzuschneiden. Diese erschreckende Tat ist ein beliebtes Motiv in der Kunst. Aber was ist das für eine Geschichte, von der Filmemacher Peter Greenaway uns hier erzählt? Während wir diese Ausstellung vorbereiteten, überfiel im Irak die ISIS ein kleines Dorf und tötete innerhalb einer Woche alle Bewohner. Die ganze Welt schaute zu. Das verstörte mich. Warum stoppt das niemand? Wen könnten wir schicken? Wir schicken unsere Isaake und sie kommen als Abrahame zurück. Das ist eine schreckliche Situation. Für mich handelt diese Geschichte davon, wie sollen wir mit Gewalt umgehen?